Kontrovers nachgefragt bei Dieter Wiefelspütz, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Abend nach Dortmund. Ich grüße Sie, guten Abend. Ich bitte sehr um Verständnis. Mir gefällt Ihre Gesprächsführung überhaupt nicht. Es tut mir leid. Ich finde das einfach unverantwortlich, dass Sie hier den Eindruck erwecken, als würden wir tatenlos zuschauen. Wir haben Fahndungserfolge. Die Dinge, die Sie berichtet haben, Sauerland-Attentäter, die sind gefasst worden von einer sehr energisch arbeitenden deutschen Polizei auf der Grundlage von einem sehr engmaschigen Gesetzesrecht. Diese Bundesrepublik Deutschland ist ein wehrhafter Rechtsstaat. Terrorismus ist kein Spaß. Wir haben erhebliche Ermittlungserfolge und werden sie auch in Zukunft haben. Wir werden jetzt das Bundeskriminalamtsgesetz ergänzen, um umfassend auf... Liebe Laber, aber nichts zu sagen. Heiße Luft, du redest dich im Kopf und Kragen. Populistische Parolen und Hasstiraden. Vermischt mit ein paar Lügen und mit leeren Phrasen. Das ist Niveau und akustische Verschmutzung. Ich fühl mir das nicht an und hab ich keine Lust zu. Rück an deinen Stammtisch, was hast du hier verloren? Verbiss dich aus meinem Leben, du beleidigst meine Ohren. Sorry, es tut mir leid, du laberst zu viel Scheiß. Hallo, bitte einfach einmal kurz die Schnauze, gib mir 5 Minuten Pause, Mann, ich hab grad gute Laune, yo. Ich wollte, dass du es weißt, du laberst zu viel Scheiß. Den ganzen Tag nur komplett aus jeder Ecke, sorry, ich hab keinen Interesse, halt doch einfach mal die Fresse. Diejenigen, die sagen, Guantanamo ist nicht die richtige Lösung, müssen bereit sein, darüber nachzudenken, was die bessere Lösung ist. Aber natürlich hat uns spätestens das letzte Jahrhundert auch gelehrt, dass wir der Verführungskraft der Medien auch nicht zu uneingeschränkt trauen dürfen. Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle, Kanäle über Grenzen hinweg. Früher. Das ist wundervoll! Ich versuch dich zu verstehen, aber wirklich. Glaubst du selber, dein Gerede interessiert mich? Du weißt doch gar nicht, was du willst, komm auf den Punkt. Meine Ohren sind schon wund, zu viel Schund ist nicht gesund, nein. Ich geb dir jetzt einen Tipp und der ist gratis. Halt doch einfach mal dein Maul, auch wenn es hart ist. Ich hab ein Recht darauf, deine Meinung nicht zu hören. Also bitte nicht mehr stören. Sorry, es tut mir leid, du laberst zu viel Scheiß. Hallo, bitte einfach einmal kurz die Schnauze, gib mir 5 Minuten Pause, Mann, ich hab grad gute Laune, yo. Ich wollte. Das macht mich schon sehr betroffen, wenn pauschal der Eindruck entstehen sollte, dass es Menschen gibt, die sich gegen die Sperrung von kinderpornografischen Inhalten sträuben. Das ist nun wirklich einer der wichtigsten Vorhaben in vielerlei Hinsicht. Wer Sperren im Internet aktiv umgehen kann, die müssen schon deutlich versierter sein. Das sind die 20%, die sind zum Teil Schwerpädokriminelle, die sind versierte Internetnutzer, natürlich auch geschult im Laufe der Jahre in diesem widerwärtigen Geschäft. Gemeinsam Tonne, eine Gemeinschaftstonne. So. So. Und. Ah. Oh. Sorry, es tut mir leid, du laberst zu viel Scheiß. Hallo, bitte einfach einmal kurz die Schnauze, gib mir 5 Minuten Pause, Mann, ich hab grad gute Laune, yo. Ich wollte, dass du es weißt. Sorry, ich hab keinen Interesse, halt doch einfach mal die Fresse. Sorry, es tut mir leid, du laberst zu viel Scheiß. Hallo, bitte einfach einmal kurz die Schnauze, gib mir 5 Minuten Pause, Mann, ich hab grad gute Laune, yo. Ich wollte, dass du es weißt, du laberst zu viel Scheiß. Den ganzen Tag nur bla 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 aus jeder Ecke. Sorry, ich hab keinen Interesse, halt doch einfach mal die Fresse. Sie erwecken in Ihrem Fernsehbericht den Eindruck, als seien wir hier hilflos und tatenlos. Das ist ganz, ganz falsch. Ich halte Ihren Fernsehbericht für sehr tendenziös und auch nicht für sehr seriös.